Hi Leute, nicht wundern. Ich sitze hier in einem schönen Kuschel-Fließanzug da, weil es hier nämlich wirklich arschkalt ist. Und heute möchte ich euch meine Lieblingsschmuckstücke vorstellen. Ich habe eine Anfrage von einem User bekommen, ob ich sowas denn mal machen könnte. Und ja, klar, warum nicht? Vorweg, es sind mehr, als ich eigentlich dachte. Ich dachte eigentlich, ich hätte nur zwei, drei, aber anscheinend sind es doch mehr. Fangen wir an mit den Halsketten. Da habe ich einmal die hier. Seine Freundschaftshalskette, wie man sieht. Die trage ich wirklich jeden Tag, immer und überall, außer beim Duschen oder beim Schwimmen. Die habe ich von meiner besten Freundin Toro bekommen, als sie im Juni hier zu Besuch war. Und ja, die ist mir ganz, 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 ganz wichtig, weil Toro und ich ja dann auch etwas weiter auseinander wohnen. Und deswegen muss ich die immer tragen, weil ansonsten, ja, bin ich nicht glücklich. Dann haben wir hier noch eine Patronenhülse von Dark Nude. Die kann man hier so aufschrauben und einen Zettel oder weiß der Geier was reinstecken. Die habe ich beim Teddy gekauft für 2 Euro. Ist aber kein Nickel drin und gar nichts. Und ja, also die trage ich mit der Freundschaftshalskette auch jeden Tag. Ich mag sie total gerne, weil das Band einfach aus Leder ist und sich da keine Haare dran verfangen und ich mir die Haare ausreiße. Außerdem sieht sie echt stylisch aus. Und ich mag sie total gerne. Dann haben wir hier, shocking, eine stinknormale Goldkette. Diese Kette ist mir ganz, 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 ganz super wichtig. Die hat meiner Oma gehört, bevor sie gestorben ist. Und die habe ich vermacht bekommen sozusagen. Und ich hänge an dieser Kette total. Entschuldigung. Allerdings trage ich sie nie. Also ich habe viel zu viel Angst, die zu verlieren, als dass ich sie tragen würde. Und deswegen hebe ich sie immer schön gut gepolstert in der Schatulle auf. Und wenn es mir scheiße geht, dann hole ich sie raus und heul der Kette was vor. So. Was haben wir noch? Dann haben wir hier eine Kette mit Schloss und hinten einem Totenkopf. Keinem Totenkopf, Entschuldigung, der ist auf der anderen Seite. Mit einem R. Hier ist der Totenkopf. Moment. Da. Die Kette ist von Sexpot Revenge. Und ich habe die damals vor 3 Jahren, glaube ich, für 30 Euro beim Neo Tokyo München gekauft. Die Kette war eigentlich für ein Cosplay, aber irgendwie kann ich mich von der Kette nicht trennen. Und deswegen, ja, ich trage sie so oft wie möglich. Muss halt auch zum Outfit passen, aber ich liebe sie. Ich liebe, liebe, liebe sie. Vor allem, weil sie nicht rostet und nicht nickelt und keine Ahnung. Und I love Sexpot. So. Dann habe ich hier noch. Sieht man das? Ja. Das ist eigentlich gar keine Kette, sondern eine Stiefelkette. Also, hier tut man irgendwie Springerstiefel rum oder so. Ich persönlich trage die gerne um den Hals. Ich mag das total gerne, vor allem wenn ich weggehe. Ja, war auch nicht billig. Muss ich mal dazu sagen. Die Stiefelkette hat mich gekostet in München beim Bugs 20 Euro. Aber ich mag sie. Sie passt dann wirklich zu allem. Man kann sie wirklich zu Kleidern anziehen oder zu Röcken oder Hosen oder. Okay, weil geputzten Pullis macht sie sich jetzt nicht so gut. Also man kann sie zu fast allem anziehen. Dann habe ich hier noch die letzte Kette. Ich musste sie haben. Und sie ist jetzt total verwirrt irgendwie gerade. Moment. Ja. Spinne mit Ning Ling. Die habe ich mir vor ein paar Wochen, ich glaube 2, 3 Wochen, auch beim Chili gekauft.
Hat mich gekostet 2,50 €. Weil die haben ja jetzt schon die Halloween-Artikel und da war die dabei. Und ich fand die aber so klasse, dass ich sie unbedingt haben musste. Und ich trage sie auch relativ oft eigentlich. Sogar in der Arbeit. Und ja, kommt gut an irgendwie bei den Kunden. Ja. Ich finde sie auf jeden Fall stylisch, weil die Füße sind halt wirklich schön geschliffen. Also die kratzt auch nicht oder so. Ob da jetzt Nickel drin ist, weiß ich gar nicht. Finde ich raus. Spätestens, wenn ich einen Ausschlag habe, weiß ich, dass Nickel drin ist. So, dann war es das jetzt mit den Halsketten. Armbänder. Ich liebe dieses Armband. Ja. Es hat hier so einen Verschluss und da kommt es durch diesen Ring durch und dann zack und dann wird es hier so zusammen gemacht. Es ist von. Ich kann es ohne Brille gar nicht lesen. Also ich kann es euch jetzt gar nicht vorlesen, weil meine Brille irgendwo in der Arbeit liegt. Die habe ich heute vergessen. Ich kann es euch nicht vorlesen. Aber ich werde es nachträglich unten drunter schreiben, wie dieses Ding heißt. Oder besser, was da drauf steht. Oder ihr könnt auch versuchen, es selbst zu lesen. Ja, vielleicht schafft ihr das. Ich schaff's nicht. Ich bin eigentlich so ein richtiger Maulwurf. Ja, ich mag es total gerne. Ist nicht zu weit, ist nicht zu eng. Kratzt nicht, fusselt nicht. Nickelt nicht. Ich liebe es. Ich habe es mir im Juni gekauft, als ich mit meiner besten Freundin und meinem Freund in München und in Tokio war. Und da lag es halt so, dann habe ich es, muss ich jetzt mal kaufen. Hat 5 € gekostet, das Teil, aber es hält Wasser aus und ja, es weicht nicht so auf. Keine Ahnung warum, aber ich mag es. Dann haben wir hier noch sowas mit. Hier Blatt und da Mond. Also hier Schmetterling und da Mond. Ja, habe ich mir auch beim Teddy gekauft mal. Für 1 €. Aber ich mag das halt gerne, weil ich mag das, wenn es so dezent bling bling macht. Und vor allem durch das Anthrazit passt halt wirklich zu allem. Das Schöne ist, es passt sogar auf meine Handgelenke, ja. Ich habe ja ziemlich dicke Handgelenke eigentlich, weil ich auch solche kleinen Monsterhände habe, sieht man das. Und ja, deswegen finde ich es ganz toll. Dann haben wir hier auch ein wunderbares Armband. So. Ja, mit Spielkarte hier und Blümchen und Hase und Schlüssel und Herzchen, Herzchen, eine Uhr ist das hier. Nochmal Blümchen und hier eine Teekanne. Und hier einem schönen Medaillon, wo drauf steht: You are invited to a tea party. Und zwar ist es, habe ich mir das gekauft in München vor, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall ist da der Film Alice im Wunderland rausgekommen. Also der, wo Tim Burton der Regisseur war. Und da gab es in München beim Claire's, das ist am Hauptbahnhof unten drunter, bei der U-Bahn und S-Bahn, ja, Alice Special. Die hatten da ganz viel Schmuck von Alice im Wunderland, etc., etc. Ohrringe, Ketten, Schleifen, bla bla bla. Und ich fand das so süß und ich musste es haben. Und ich trage es auch wirklich, also von 7 Tagen die Woche trage ich es ungefähr 5. Ja. Also im Schlafen hat reißt nicht, da habe ich viel zu viel Angst, irgendwo hängen zu bleiben. Aber ich mag das sehr gerne, vor allem weil es hier oben auch so einen einfachen Verschluss hat. Sieht man das? Da, ja, sieht man. Und ich es einfach wirklich selber zukriege. Meistens habe ich das Problem, ich bin zu dumm, die irgendwie zuzukriegen. Ja, das war es auch schon wieder mit den Armbändern. Dann habe ich hier noch einen Ring. Das ist der hier. Ne? Also will ich nicht wirklich was Außergewöhnliches. Passt mir auch nur am Mittelfinger. Ja, ich habe den Ring von zwei super, super lieben Freunden gekriegt, die ich jetzt leider nicht mehr so viel Kontakt habe. Und zwar von Naomi und Tizi. In der Hoffnung, dass ich diesen Ring an eine Kette hänge und somit meinen Ex-Verlobten vergesse. Und das fand ich so süß und den habe ich zu Weihnachten bekommen. Und ja, wenn ich ihn nicht anhabe, dann schleppe ich ihn im Geldbeutel mit mir rum.
weil ich mich einfach von diesem Ring nicht trennen kann. Ja, Ohrringe habe ich auch noch 3 Paar. Also ich habe eigentlich mehr Ohrringe. Ich sammle Ohrringe, aber irgendwie ziehe ich die wenig. Ich ziehe eigentlich gar keine Ohrringe an. Ich ziehe eigentlich gar keine Ohrringe an, weil ich hier ja. Ich weiß gar nicht, sieht man das? Ja, jetzt sieht man es. Hier meine ganzen Piercings drin habe und meine Standardohrringe und meinen Expander und ja, hier dasselbe nur in grün. Ja, und deswegen ziehe ich eigentlich relativ selten Ohrringe an. Also meistens nur, wenn ich weggehe und das war das letzte Mal vor einem halben Jahr. Ja, Ohrringe. Ich liebe Ohrringe und vor allem liebe ich ausgefallene Ohrringe. Und jetzt muss ich noch gucken, wie ich euch die zeige, ohne dass das Licht irgendwie die Ohrringe versaut. So. So, sieht man das? Die sind so süß. Ich finde die so süß. Sternchenohrringe. In knallpink. Und ich hatte da auch mal eine Halskette dazu. Exakt die gleiche, eigentlich nur in lila. Ja, und da ist leider schon die ganze Lackierung abgegangen. Jetzt ist sie weiß. Aber ich mag die Ohrringe total gerne. Und die habe ich mir mal gekauft bei... Bei Claire's in München. Schon wieder. Für 4 Euro. Aber ich konnte nicht widerstehen, ich musste sie haben. Ich habe auch noch andere davon, aber die finde ich gerade irgendwie nicht. Und ja, wenn ich in München bin, muss ich bei Claire's einkaufen. Deswegen habe ich von Claire's auch ganz, ganz viel. Zum Beispiel die hier, die finde ich so niedlich. So niedlich. Ist mir einer runtergefallen. Bleib da. Mini-Muffins. Okay, es sind keine Muffins, es sind Cupcakes. Ja. Ich liebe sie. Und ich finde die auch total süß irgendwie. Und dezent. Ja. Passen allerdings meistens nicht zu meinem Klamottenstil, von daher ziehe ich sie auch eigentlich relativ selten an, aber es sind welche, was ich niemals hergeben würde. Dann kommen wir zum letzten Paar Ohrringe. Was sind das? Meine Pinguine! Pinguine, die habe ich mir auch gekauft beim Claire's in München. Allerdings dieses Jahr im Frühling, und da waren der ganze Winterschmuck, weil die haben ja auch immer so Saisonschmuck, war da runtergesetzt und deswegen haben die mich anstatt 7 Euro haben die mich nur 2 Euro gekostet. Ich finde die Pinguine voll niedlich. Ich tue die auch immer an Weihnachten rein, wenn ich arbeiten muss. Ich weiß auch nicht warum, aber es liegt vermutlich daran, weil wir in der Arbeit an Weihnachten Nikolausmützen tragen müssen. Und da passen die Pinguine eigentlich perfekt dazu. Fühle ich mich wenigstens nicht so alleine, die haben auch rote Mützen an. So. Ja, das war es eigentlich schon wieder mit dem Schmuck irgendwie. Ansonsten mache ich an Schmuck noch meine Piercings. Ich liebe meine Piercings. Ich habe jetzt 21. Aber ich liebe sie. Und ja. Ich stehe drauf. So, das war es jetzt auch schon wieder mit meinem Schmuckgelaber. Ja, wenn ihr Wünsche habt, was für ein Video ich drehen sollte oder euch irgendwas interessiert, fragt mich, schreibt mir Kommentare, Nachrichten. Bei Facebook oder AskFM habe ich auch irgendwie oder Twitter, könnt ihr alles machen. Ich verlinke euch das alles unten und ja. Kritik, bla bla, alles erwünscht. Konstruktive Kritik wäre mir noch lieber als beleidigendere Kritik. Aber ja. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Abend und noch eine schöne restliche Woche. Die, was ein Wochenende haben, denen wünsche ich ein wundervolles Wochenende. Ja, und man sieht sich. Bis zum nächsten Mal.